Mahlzeit, herzlich willkommen beim Rugby Videomagazin und unserem Video zu Schloss Thorn. Ja, und wie ihr gerade im kleinen Pre-Intro schon mitgekriegt habt, sind wir heute im Schloss Thorn unterwegs. Und das Ganze ist in Heroldsbach und den Park gibt es schon quasi seit 1975. Und Thorn ist ein altes deutsches Wort für Turm. In Bayern redet man ja eher etwas komisch. Und die Geschichte geht quasi noch viel weiter zurück, nämlich in das Jahr 1422. Da wurde erstmalig Schloss Thorn urkundlich erwähnt. Heutiger Geschäftsführer und Sohn des Parkgründers von 1975 ist Benedikt Graf von Benzel Sturmfeder Horneck. Und mit dem haben wir auch ein Interview gedreht zu einer Neuheit, die es dieses Jahr gibt. Die habt ihr schon auf dem Kanal gesehen. Und natürlich ist Schloss Thorn bekannt für seine Ritterturniere, auch für die Rittershow. Aber was es sonst alles noch so hier gibt an Attraktionen und was man sonst alles so machen kann, das zeigen wir euch jetzt in diesem Video. So, wie ihr seht, sind wir als erstes jetzt hier beim Ritterturnier und das ist ja eine der Hauptattraktionen auch von Schloss Thorn und es zieht sich ein bisschen am Anfang, weil halt sehr viel Story erstmal vermittelt wird und dann gibt es halt so, ja, ich nenne es erstmal klassisches Ritterturnier, ich kenne mich da halt nicht so gut aus, aber spätestens wenn die Lanzen rauskommen und dann schnell aufeinander zugeritten wird und sich gegenseitig vom Pferd gestoßen wird, ist halt auch Action und die komplette Show ist halt wie auch der Park komplett angepasst auf Kinder und die sind hier halt voll am Jubeln. Es wird halt aufgeteilt, böse Seite, gute Seite und dann, ne, die bösen Ritter sind ja auch alle am Pöbeln und so. Und das ist auf jeden Fall sehr cool und eins der Highlights und natürlich eine sehr große Sache hier. Die Western Show ist auch eine große Sache hier, die ist jetzt aber schon gelaufen, die können wir euch nicht mehr zeigen, aber dass ihr das schon mal wisst. So, wie ihr hinter mir seht, gibt es auch seit dem letzten Besuch von uns neue Sachen, die es vorher nicht gab. Und zum einen halt dieser Kettenflieger hinter mir von SBF Visa kam letztes Jahr neu, ich glaube, das war letztes Jahr neu hinzu. Und wir sind ja hier ein bisschen so im Ritterbereich, war ja auch gerade beim Ritterturnier. Und dann ist er halt einfach cool gestaltet, wie so ein Hexenbesen, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Ein Hexenhaus, aber so, ne, diese Reisigbesen unten an den Sitzen dran. Das sieht auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr schön aus. Und noch ein Stück weiter ist, ich weiß nicht, wie es heißt, das ist ein bisschen doof, aber ein riesiges Schwert als Freifallturm, also der große SBF Visa Drop Tower, die es auch gibt. Ja, ich wollte Excalibur sagen, aber das wäre mir jetzt zu einfach gewesen. Verschwind und nichts nutzt. Eine Sache, die ich in Schloss Thorn auch sehr, sehr beeindruckend finde, ist die Westernstadt. Und ja, jetzt switcht das Thema von Ritter auf Western. Aber die ist wirklich, wirklich sehr, sehr gelungen, meiner Meinung nach. Es gibt quasi noch einen fließenden Übergang von den Rittern zur Westernstadt mit einer Pferdereitbahn. Und cool ist halt, es gibt Poolnudeln als Lanzen, die die Kids dann dabei haben. Und hier ist ja natürlich auch diese Western-Stunt-Show und auch die Station von der Dampfeisenbahn, die einmal um das ganze Gelände rumfährt, um das Schlossgelände. Und ganz hinten durch auch noch eine klassische Standard-Revanchon-Wildwasserbahn, also ein Lörgflum mit einem dementsprechend französischen Nässegrad. So, wir stehen jetzt hier
vor der Achterbahn, die Dino Lino VR Ride heißt. Das ist ein Zierer Force One Coaster. Haben wir euch auch schon mal ein ziemlich ausführliches Video eigentlich drüber gebracht mit der VR-Brille, wie hier eingesetzt wird. Und zu dem Film, den ihr schon kennt, gibt es inzwischen einen neuen Film. Und zwar die Hexenschule. Den haben wir gerade auch getestet. Das Ding wirkt auf jeden Fall dreimal so schnell. Ist halt eine Samsung Gear VR. Für so einen kleineren Park mit so einer kleineren Bahn mit dem Publikum auf jeden Fall cool. Ist halt nicht die Revolution. Aber die Revolution gibt es hier im Park jetzt auch. Und zwar mit dem VR-Scooter. Und der heißt sogar Steampunk VR-Scooter. Und das ist ein Auto. Guck mich nicht so skeptisch an. Das verwirrt mich dann. Und das ist ein Autoscooter mit Virtual Reality, mit VR-Brille. Aber nicht so wie hier mit der Samsung Gear. Sondern, ich weiß gar nicht, was jetzt so verbaut ist. Auf jeden Fall ist das aber von Holodeck und VR-Coaster zusammen entwickelt worden und gebaut worden. Und es wird halt. Du hast halt so einen Helm auf, wie bei Valerian im Europapark, was jetzt da neu ist. Da hab ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Und dein Helm wird getrackt und gleichzeitig wird die Autoscooter-Chase, in der du sitzt, auch getrackt. Da sind auch so Tracking-Points vorne im Autoscooter. Der Autoscooter stand ja früher auch hier relativ frei. Der ist jetzt komplett eingehaust, weil es da drin auch dunkel ist. Die Welt, die da drin switcht, das Ganze ist eine Steampunk-Thematisierung in der Westernstadt, was ja auch passt. Also ich habe es auch vor dem Interview habe ich mir schon gedacht, oh, das passt auf jeden Fall, Steampunk und Western, das kann man verbinden. Und jetzt habe ich es auch schon gesagt, es gibt ein Interview dazu mit Graf Benedikt von Benzel, der uns da was erzählt. Das gab es auch schon hier auf dem Kanal, das habt ihr eventuell schon gesehen, ansonsten verlinke ich euch das noch, da könnt ihr euch das nochmal angucken. Und das hat uns auf jeden Fall mega überzeugt, das hat echt Spaß gemacht, das sieht echt gut aus. Ist mal was ganz anderes und ganz ehrlich, so ein oller kleiner Autoscooter in einem kleinen Freizeitpark, das juckt ja eigentlich keinen Menschen. Also wie lange ich schon nicht mehr auf dem Autoscooter war, wenn er irgendwo so nichts Besonderes hat. Voll gut so, hat mir sehr gut gefallen und gab wie gesagt ein ausführliches Video noch dazu. Und dann gehen wir jetzt mal weiter. So, drei Sachen, die ich sogar noch vergessen habe. Hier ist noch eine Schwebebahn, also eine kleine Monorail. Dann gibt es noch eine große, wie eine Oldtimerbahn, so Monte Carlo mäßig daneben. Und so Schlauchboote, die man über den See steuern kann, wo ein paar Baumstämme drin sind, die Markierung, Begrenzung sind da, als wir hingelaufen sind. Also wir sind als erst in die Show gegangen, da hat es auch einer gerade verkeilt. Von den drei Sachen habe ich gar keine Aufnahmen schändlicherweise gemacht. Wollte ich aber euch auch erwähnt haben, dass es noch hier ist. Ja? Ja. Die sagt irgendwas. Da. So, was die Papageien gerade außerdem noch erzählt haben, wo die Kamera nicht lief, ist, dass die jetzt neue Volären bekommen haben, die jetzt so aussehen. Und die alten Volären sahen übrigens so aus. Ja, nicht so schön. Gut. Wie ihr seht, kann man hier auch Tretboot fahren. Du hast ja einen riesigen, geilen See ums Schloss, also Schlosssee nennt man das dann wahrscheinlich. Ne? Und hier einen großen Spielplatz direkt am Biergarten, ein ganz kleines Kinderkarussell,
dann ein Wasserkarussell, ein größeres, und einen Sunkid Butterfly für die Countdologen unter euch. Und einen Harakiri Raft Slide hatte früher, musste man die Boote hochtragen. Jetzt gibt es einen Aufzug, der die Boote hochfährt. Damals, Argumentation und Grund war, damit die Eltern nicht sagen, ja, geht mal spielen und wir machen uns hier einen lockeren, sondern dass Eltern und Kinder gemeinsam den Tag erleben. Ergebnis war aber, nach längerer Zeit, wo man das Ganze beobachtet hat, nach zweimal Fahren sagt Vater, der hat keinen Bock mehr, machen wir gar nicht mehr. Also können die Kiddies jetzt selber ohne Vater auffahren. Jetzt kann er sich wieder drücken und im Biergarten verweilen. Stationen auch von der Monorail noch hier. Die Parkeisenbahn habe ich schon erwähnt. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr sagen, haben wir gerade noch mal gesehen. Und noch ein Stück weiter gibt es auch noch einen Lunar Loop von Sunkid. Und sonst was, siehst du das? Und hier vorne gibt es dann außerdem auch noch eine Oldtimerbahn, die gerade Stau hat. Oder ist ein Zug, das kann natürlich auch sein. Es kann auch sein, dass es ein Convoy Trucks ist mit Oldtimer-Schäßen. Das gucken wir uns jetzt gespannt, wenn wir vor Ort sind. Neben den Oldtimer gibt es auch noch eine kleine Eisenbahn, die hier einfach ein Oval fährt. Neben den Tretbooten gibt es noch ein Becken mit Bumperboats, die sehr spannende Farben der Sitze haben. Und was ich vergessen habe zu erzählen ist, auf dem See hier noch fährt auch noch ein, in anderen Parks nennt man es Mississippi-Dampfer. Hier ist es ein Mississippi-Krokodil, ein riesiges Schiff, was hier auch noch drüber fährt. Schloss im Hintergrund, die Springbrunnen, die Sonne gerade, es ist schon sehr, sehr schön. So, das ist ungefähr das, was ihr hier erleben könnt. Natürlich nicht jedes kleine Mini-Fahrgeschäft gezeigt oder jeden Spielplatz. Aber dann habt ihr eine grobe Vorstellung vom Schloss Thurn. Und wenn ihr hinkommen wollt, von April bis Oktober ungefähr ist das Ganze geöffnet. Gibt aber ein paar Off-Days dazwischen, solltet ihr auf jeden Fall die Park-Homepage vorher checken. Los geht's morgens immer um 10 Uhr. Und dann auch je nachdem ziemlich individuell, entweder bis 17 Uhr, 18 Uhr oder sogar 18.30 Uhr. Kinder bis 3 Jahre haben hier freien Eintritt. Von 3 bis 11 Jahren bezahlt man 20,90 Euro, danach 22,90 Euro. Es gibt aber auch die Jahreskarte für 55 Euro bzw. 65 Euro. Und was für einige vielleicht interessant ist, so ein Familienangebot für 2 Erwachsene und 2 Kinder zusammen für 79 Euro und jedes weitere Kind für 19 Euro. Und wenn man das jetzt machen würde mit 2 Erwachsenen und 2 zahlenden Kindern, und das kostet 79 Euro, würde es ohne dieses Angebot 87,60 Euro kosten. Außerdem gibt es, müsst ihr halt auf dem Kalender, auf der Homepage vom Park gucken, die Kennenlernwochen. Da gibt es verschiedene ausgewählte Tage. Da kostet der Eintritt nur 12,90 Euro. Der Park macht aber auch erst um 11 Uhr auf, hat Wechselbetrieb an den Fahrgeschäften und es gibt keine Shows. Ansonsten ist Schloss Thurn auf jeden Fall ein Park halt für Familien, vor allem mit kleineren Kindern. Ist halt wirklich, um den ganzen Tag hier zu verbringen und einen ruhigen zu machen. Du hast halt echt diese weitläufigen Parkanlagen ums Schloss herum. Du kannst hier halt auch mit dem Ruderboot fahren, die Tretboote. Es gibt die ganzen kleinen Rides für die Kiddies. Es gibt aber auch so innovative Sachen wie halt ein VR-Autoscooter. Und also auf jeden Fall ein sehr schöner, kleiner, entspannter, ruhiger Freizeitpark, den man mal gerne machen kann. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wart ihr schon mal hier oder nicht? Könnt ihr uns ja auch mal mitteilen und wie ihr das Ganze hier findet. Und ansonsten war es das von mir. Jeden Tag um 18 Uhr gibt es hier ein neues Video. Und deswegen solltet ihr diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ihr seid die coolsten, euer Bro fürs Ride Review Video Magazin.